Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch ein neues Video mitgebracht, hier auf diesem Channel. Und zwar auch wieder ein Opening, ein total geniales und brandneues. Denn es sind einige Produkte rausgekommen in den letzten Tagen. Und nicht zu vergessen die Volvarok GX-Box. Die Volvarok GX-Box besticht auf jeden Fall mit dem Volvarok GX natürlich. Was ihr hier sehen könnt. Wir hoffen natürlich, dass wir das im ganz guten Zustand da rausbekommen. Und dahinter verbirgt sich sogar ein XXL-Exemplar davon. Von dem Volvarok GX. Und natürlich 4 Booster-Packs, Leute. Hier Turbofieber, Evolution und 2 Sonne-Mond-Booster. Was kann man denn noch mehr erwarten? Ich denke nicht. Also machen wir uns direkt mal daran, diese nice Box zu öffnen. Sehr cool. Jedenfalls, dass Volvarok endlich Aufmerksamkeit erlangt. Ich habe mich schon in Sonne und Mond gefragt, warum da noch kein Volvarok drin ist. Und dann gibt es eine GX-Promo von ihm. Sehr schön. So. Die unnötige Verpackung an die Seite, dass wir die Box fix öffnen können. Oh, das ist aber ziemlich gedamaged hier. Pfiffig von mir, dass ich die aufgemacht habe. Schaut euch das mal an. Das ist krass. Das ist ein Verarbeitungsfehler von der Fabrik, aber nicht schlimm. Tut den Karten im Inneren hoffentlich nichts. Dann hole ich mal das Volvarok hier raus. Sehr nice. Eine Seite. Können wir es jetzt raussliden? Ja. Seht mal. Sogar ohne das zu cutten. Leider ist hier oben so ein bisschen gedingt. Aber das hat man bei diesen Promos sehr oft in diesen 4er Booster Special Box. Zeige ich euch gleich aus der Nähe. Auf jeden Fall. Hier die 2 Sonne-Mond-Booster, sehr schön. Ein Code, welcher Volvarok GX online freischaltet. Turbofieber und Evolution. Sehr schön. Wir nehmen mal diese Reihenfolge einfach. So. Und hier das Volvarok GX. Genial. Das stelle ich in den Hintergrund. Und wir schauen uns die Volvarok-Promo jetzt ganz aus der Nähe an. Hier ist jedenfalls der Code, wie schon erwähnt, der das Volvarok GX online freischaltet. Das wird auch ein sehr, sehr cooles Deck sein, um es online zu spielen, Leute. Hier Volvarok GX. Mit 200 KP. XY-Promo-Nummer SM14. Ach, XY-Promo-Nummer SM14. Natürlich SM-Promo-Nummer 14. Mit Knirscher. Eine Kampfenergie, eine Farblos, 30 Schadenspunkte. Zieht dieser Angriff dem gegnerischen Pokémon ab. Lege eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Das ist nicht übel. Das verhindert auf jeden Fall, dass der Gegner im nächsten Zug ordentlich angreifen kann. Und Turbofelsen zieht 120. Für 3 Energien, Wolfefänge GX, 200 Schadenspunkte, lege 2 Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Und man kann natürlich nur einen GX-Move pro Spiel einsetzen. Ganz schön gut, diese Karte, finde ich. Denn dadurch, man kann dieses Pokémon gut aufpimpen mit, wie heißt es, Stärke-Energie. Dadurch erhält es 20 Schadenspunkte mehr Angriffspower. Genau, pro Stärkeenergie, die an ihm angelegt ist. Sehr nice. Das Volvarok GX im Hintergrund sieht echt Hammer aus. Das Jumbo, Jumbo-Version. So, dann sage ich mal, wir machen uns an die 4 Booster ran. Hier mit Turbo Fieber als erstes. Natürlich. So, genau. Code an die Seite, die drei hinteren vor die 2, die davor sind, sodass die Reverse und die Sternkarte nach ganz hinten rücken.
sodass die potenzielle sehr seltene Karte am Ende ist. Hier haben wir Pions Cora, Sterndu, Algit, Zierpurze, Traumato, Trank, Amphizel. Sehr schön. Wasserduplikate ist ganz cool. In Quaijutsu Turbodex sehr gern genutzt. Platzballon ebenfalls eine ganz gute Trainerkarte. Svarones ist die Reverse. Ist eine ganz normale Ankommen. Und die Stern Mega Gyarados EX. Tschüss. Genial. Hammer. 240 KP, Leute. Gewaltiger Geysir. 120 plus Schadenspunkte zieht dieser Angriff. Und es ist shiny, dieses Mega Gyarados. Hammer. Sehr cool. Das nenne ich schon mal einen super klasse Pull aus diesem ersten Pack. Unglaublich. Die Box hat sich also schon gelohnt bei einem EX-Pull, meiner Meinung nach. Denn man bekommt ja auch noch das Volvox GX dazu. Also, sehr schön. Da bin ich doch zufrieden. So, die drei hinteren, wieder vor die zwei davor. Hier haben wir das Ponita aus Evolution. Hier das Oldschool-Karten-Artwork aus den guten alten Zeiten. Sandan, Vulpix, Nidoran männlich, Fukano, fliegendes Pikachu Secret Rare. Sehr cool. Ist nicht so ganz so besonders oder selten, dennoch ein ganz cooler Pull. Alpollo, Wartung, Vulnona Reverse. Sehr schön. Auch eine Sternkarte, somit auch ein ganz cooler Pull. Und Gibor. Schon mal das Vulnona, auch mal zum Pikachu. Sehr cool. Hier das erste Sonne-Mond-Pack mit Solgaleo vorne drauf. Wir haben übrigens Solgaleo und Lunala. Das ist doch schön. Hier die beiden legendären. Booster-Pack konnte ich sogar vernünftig öffnen in diesem Fall. Das ist selten. Die vier hinteren vor die zwei, die sich davor befinden. Und los geht's. Hier mit Zubat, Kanivanha, Snubbull, Zingull, Yorkleth, Finsternis-Energie, Professor Kukui, Golbat, Schutz, Lily Reverse und die Stern Fuego. Jo. Nächstes Pack. Hier das Lunala Artwork. Was können wir noch ziehen? Können wir noch was Gutes rausholen aus dieser Box? Eine Holo wäre natürlich ganz cool. Aber natürlich auch eine GX. Oder sowas in der Art. Hier haben wir Mangunior, Kurtel, Flamiao, Velursi, Evoli, Psychoenergie, Maximalassada, Frubaila, Quapuzzi, Paras ist die Reverse und Parasek, passenderweise die Entwicklung direkt dahinter. Naja, in den Sonne-Mond-Packs leider nichts wirklich Cooles drin gewesen, aber dafür in den Packs zuvor. Das Pikachu Secret Rare und das Vulnona Reverse hier aus dem Evolutionspack und das Mega Gyarados EX aus dem Turbo Fever Pack. Und natürlich nicht zu vergessen Volvox GX. Sehr schön. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut auch weiterhin rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und die neuesten Produkte euch zeige. In den nächsten Tagen kommt wieder was Geniales. Und noch ein kurzer Hinweis zum Gewinnspiel. Das gebe ich übrigens am Samstag oder Sonntag bekannt, die Gewinner davon. Also schaut rein. Ich denke, am Sonntag werde ich euch die Gewinner präsentieren. Euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.